Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. So, ich sagte, ich werde offscreen diesen Zaun bauen. Und ich habe offscreen diesen Zaun gebaut. Natürlich. So, die Schafe mähen und blöken. Wir lassen etwas zügiger laufen. In der Hoffnung, dass hier hinten ein Gesandter bittet um Audienz. Stimmt, den haben wir letztes Mal noch vergessen, ne? So, der kommt vom König, der will 30 Bären, hau ab. Hier gibt's keine Bären für dich. Haben wir hier? Nein, haben wir nicht. Können wir nicht. Demzufolge können wir auch in die Bäckerei keinen setzen. Von 4 Leuten entscheidet sich keiner. Aber warum? Die Frage ist, warum entscheidet sich niemand? Wer ist unzufrieden? Es gibt Handelsbonus. Wir haben Einwanderung, Bürger. Ich habe letztes Mal irgendwo nachgeguckt. Ich weiß es. Handelsbonus 20. Freischaltmöglichkeit, Handelsbonus. Ja, alle 93 Tage, sehr gut. Regelplanung, Dorfbewohner, Neuankömmlinge, Soldaten. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich fühle mich so doof. Hier war das, glaube ich, auch nicht, weil ich hier auch nichts machen konnte. Da habe ich die Warenliste, wo ich bevorraten kann. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist doof. War das vielleicht hier unten irgendwo? Nee, auch nicht, oder? Nee, kann ich mal, nee. Nee, da war es auch nicht. Okay. War das bei der Hilfe? Nein, oder? Nein. Nein, nein. Warum? Woher denn? Nein. So, hier. Unzufrieden. Es da mangelt 2 an Wohnungen. Daran sind sie selbst schuld. Und es mangelt 1 an Kleidung. Und auch der ist selber schuld. Es tut mir leid. Ja, wir haben mehr als genug rumstehen an Zeug. Aha, hier ist noch ein Vorkommen. Das hat noch gar keiner ausgespäht. Auch sehr gut, ne? Ah, da juckt die Nase schon wieder. Das alte Leiden. Ah, so. Lasset uns sehen. Wir haben die Bäckerei gebaut und warten jetzt auf Leute. Wir haben... Genau da sind sogar 2 drin. Wir schauen mal, wie es jetzt aussieht. Oh, schaut mal, jetzt haben wir. So, hervorragend. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einen Schneider brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir brauchen eher sowas hier. Ja, ich glaube, mit sowas wie einer Eisenschmelze, da sind wir... Ja, genau. Wenn ich sowas sehe, dann sehe ich doch schon, ich brauche eine Eisenschmelze. Aber erst Essen. Erst Nahrung... Sonst hängst du wieder da. So. Wo stehen denn die Leute? Ich habe doch da Leute eingeteilt. Will keiner. Okay. Geld gibt's. So, da hinten sind nochmal Fischerhütten gebaut. Was ist da? Was möchtest du? 2 entscheiden sich bei uns zu bleiben. Ja, das ist natürlich super und das freut uns ja auch ganz viel. Apropos, bleibt bei uns. Ja, Käse haben wir tatsächlich 2 zugewiesen. Hervorragend. So muss das 210. Wir haben die 200er Marke ja schon vor... Insgesamt 2 Folgen oder so, glaube ich, geknackt. Denglisch in reinster Form, meine Damen und Herren. Denglisch in reinster Form. So. Ah. Aber besser als Benglisch, glaubt mir. Ja, Benglisch wäre die Mischung aus Bayerisch und Englisch. Und glaubt mir, Deutsch und Englisch ist besser. So, komm, ich will da noch einen Bäcker. C-Fix. Mache. Ah, 2 Neuankömmlinge. Das heißt zumindest einer. Hier hinten Fischer. Rotande. Okay. Und Marozia. Wir machen die jetzt da rein. Ja, der eine Bäcker, der eine kommt auch alleine gut klar. Das hängt da gut an der Seite dran. Ja. Das ist übrigens auch der deutliche Beweis dafür, dass ich jetzt mehr als eine Folge tatsächlich mal am Stück aufnehme. Das Zeug ist nämlich immer noch an der Seite. Es tut mir leid, jetzt kommt wieder der Todesstuhl, wenn ich ihn nicht rausschneide. Aber das habe ich die letzten Male ja auch nicht gemacht. Also warum dieses Mal? Wenn ihr übrigens eine Ahnung habt, ob es einen Mod gibt, der das hier, dieses Dorfzentrum, dass mich der das verlegen lässt... Ja, man möchte mir Bescheid geben. Ich will das.
Ja, ich hätte das gern tatsächlich im Dorf, also am besten irgendwo hier an dem Brunnen dran oder so. Das wäre hervorragend. So. Noch keiner da. Noch keiner da. So, da unten laufen sie und bringen Fisch und sie bringen den Fisch natürlich völlig falsch, weil ich möchte Fisch ja hier haben und ich möchte bestmöglich. Ja, eigentlich möchte ich auch ein bisschen Brot hier haben, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann hätte ich auch gerne ein bisschen Käse hier. Beziehungsweise Beeren und Käse. Beeren und Käse, so. Dann haben wir da ziemlich gut drin. Und ich bin am Überlegen, ob ich diese Hütte hier, die ich ja hier stillgelegt habe, mehr oder weniger, ob ich die nicht umziehe. Und zwar irgendwo hier hinter. Was natürlich perfekt wäre, weil die wollen ja auch. Die wollen ja auch Bären. Ach, wisst ihr was, komm. Was habe ich letztes Mal gesagt? Wir machen jetzt ab sofort, machen wir alles gleich. Also, Action. Machen wir gleich. Zack. 20 Gold. Hey, Jalla. Gib Gas. Ja. Triggerfinger. Mit Triggerfinger geht's. So, das ist gut. Das ist gut. Wie es aussieht. Und ich glaube, wir haben gesagt, wir wollen diese Kirche hier niederreißen und wollen eine andere hin. Ne? Haben wir, glaube ich. Also wenn ich jetzt allgemein hingehe, Glocken läuten, kann ich die überhaupt auf einen Schlag abreißen? Ja, kann ich. Hier unten kann ich die direkt auf einen Schlag abreißen. Ah. Ein Abspielzähler. Okay, der hat sechsmal abgespielt. Hervorragend. Ah. Das ist immer so eine Sache. Wisst ihr, wenn ich die jetzt wegreiße, dann wissen wir natürlich nicht, ob uns das nicht vollkommen ins Chaos stürzt. Ne? Das wissen wir nicht. Ja? Aber es ist uns egal, oder? Wir machen es ja trotzdem. Ja, komm. Wir machen ja immer alles gleich sofort. Zack, hier. Herkommen, bauen, Monument. Kirche. So, Kirche, gut. Und wir machen Kirche hier. Kirche hier, Kirche, Hauptgebäude hier. Kann ich das eigentlich auch irgendwie größer machen? Irgendwie festhalten und. Nee, oder? Nee, kann ich nicht. Okay. Höher, glaube ich, kann man es irgendwie machen. So, das heißt, du dahin, dann dahinter gleich nochmal ein Hauptgebäude. Ja, gar nicht lang. Gar nicht lang fackeln. Ja. Hier, zweites Hauptgebäude hin. Vorne, schick. Hier. Ordentlicher Kircheingang. Ah, mache er. Sehr gut. Ah, runder Turm. Ich weiß nicht, wollen wir mal runde Türme? Wollen wir mal so einen runden Turm angucken? So, und dann. Ah, ich weiß nicht. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Komm. Hier, du da. Jo. Einmal drehen. Hinten ansetzen. Dann auch. So, finde ich gut. Ne, mir gefällt der Turm nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Mir gefällt der Turm nicht. Ich finde den hässlich. Ja, ich kann mit so kleinen Türmen leben oder so. Oder mit sowas kann ich alles. Oh, und ich hätte das Ganze gerne in Blau, ne? Weil wir haben hinten haben wir ja rot genommen. Und dann hier. Wie hoch? Kommen, oder? 20 Steinblöcke hoch. So. Der hier. 18. 19 Steinblöcke hoch, oder? Boah, und der ist sogar noch höher. Ja, 18. Bin ich jetzt, oder ist das einfach vom Spiel so? Ja, geht nicht. Müssen wir halt so machen. Hilft halt nix. So, Beförderungen sind verfügbar, das freut uns ungemein. Hier haue er Gargoyle drauf. Dekorativ, klein, ja, alles voll cool und so. Und wisst ihr, ich will so eins nochmal. Ja, ich finde das so dicke. So, dahin. Zack, mache er. Ich finde das so toll. Hier, Kreuze. Eiserne Kreuze obendrauf. Denkt zumindest, dass die Eisen sind. Die sehen jetzt nicht aus, als wären die aus Holz, oder? Ich weiß natürlich, dass das eine andere.
Wenn jetzt jemand schreit, dass das eine andere Bewandtnis hat, aber... Nein, das sind steinerne Kreuze. Schaut mal, Steinblöcke. Okay. Sehr gut, gefällt mir. Finde ich schon gut. So, und ich habe überlegt, wir werden jetzt hier so ein Nebengebäude nehmen. Ja, solche. Und die werden wir jetzt eiskalt da vorne hinklatschen. So, duck, duck. Eins. Drehen. Ran, duck, duck. So, und das machen wir zweimal. Weil, wenn wir das nur einmal machen, dann schaut es unglaublich scheiße aus. So, und dann müssen wir tatsächlich... Ja, dann müssen wir tatsächlich hier so hin. Und müssen den einen nach oben ziehen. Und hier müssen wir auch hin und müssen den sogar zwei nach oben ziehen. Und dann kommt der. Der muss da auch nach außen. Zack, und dann müssen wir den auch nach oben ziehen. So, und dann sieht es einigermaßen cool aus, oder? Ich würde sagen, das kann man lassen und ich bin so ein Freund von diesen Gargülen, dass die natürlich auf jeder Ecke so ein Gargül sitzen muss. Ne? Weil ich finde die halt einfach hammer cool. Wasserspeier heißt, ne? Das ist natürlich ein... Wir wissen natürlich, dass es ein Gargoyle ist. Ja, da erzählt man uns nichts. Das Ganze kostet dann 200 Gold. Ja, und wir haben natürlich das Problem, dass wir die hier unten nicht mehr mitnehmen, aber da drüben, wisst ihr was, wir nehmen jetzt die ganze Kirche halt. Ja, war klar. So, wir nehmen die ganze Kirche und die nehmen wir ja hier vorne. Das haben wir letztes Mal festgestellt. Und dann rutschen wir die ganze Kirche so ein Stück nach hinten. Wie weit können wir das machen? Wir können das tatsächlich so weit machen. Und ich bin versucht zu drehen. Wisst ihr was, wir drehen die. Wir drehen die ganze Kirche um. Ja. Jetzt können wir es ja noch machen. Ne? Ist ja nichts verloren. So. Wir drehen die so her. So. Ja. Dann. Jetzt pass auf. Und jetzt kommt Reitriestrick. Ja, Reitriestrick sagt, du machst das hier so. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die dann da durchlatschen, weil... Haha. Weil... Wir setzen hier einfach noch jeweils einen an. So. Und dann... Zack. Geht das? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Aber wir können die so ansetzen. Das sieht auch cool aus, oder? Oder? Ach komm, hier. Hau rein. Und das kostet jetzt natürlich Stein, aber das ist ganz gut, weil, aha, wir wissen ja, dass wir, so, kann ich die? Ja, kann ich. Sehr gut, so ein bisschen weniger. So. Und dann hier so hin. Genau. Und wenn wir dann die 200 Gold irgendwann in 3, 4, 5, 6, 10 Folgen zusammen haben, dann kann ich da drauf drücken. Ist doch gut, oder? Haben wir hier unseren Bäcker? Kriegen wir hier unseren letzten Fischer auch noch? Ah, kriegen wir auch noch. Sehr gut. So muss das. Lag. Ich verstehe übrigens nicht. Ich wiederhole, ich verstehe nicht. Warum? Ja, egal. So, wurscht. Wir machen das jetzt so. Ich verstehe nicht, warum, ja. Und jetzt war's weg. Warum wir das Geld nicht zusammenkriegen, weil, ja. Aber wir haben es jetzt zusammengekriegt. Die Leute sind ja watschen unglücklich, weil wir haben ihnen eine Kirche genommen. Okay. Hey, die fahren tatsächlich mit dem Schiff. Das ist ja cool. Ich kann mich noch an Versionen erinnern. Da sind die wie... Wie der Jesus persönlich, sind die da übers Wasser drüber gelaufen und haben dann ja, Gott unter den Menschen. Lief übers Wasser, um Fische zu holen. Ja, wo, aus welchem Buch kommt uns das bekannt vor? Vogt, geh beim König betteln, schleimen, kriechen, wie auch immer du das nennen möchtest. So.
Ich finde das wirklich schön. Das sieht wirklich gut aus. Wie sieht es hier drüben aus mit der Wolle? Ja, Wolle immer noch auf 80. Ich glaube, wir haben dieses magische Gleichgewicht gefunden. Okay, das magische Gleichgewicht liegt bei 7, bei 11 Schaffarmen zu 3 Webern. Okay, gut. Hier unten, ihr seht auch, das Mehl wird immer mehr. Brot geht auch wieder ganz, ganz ordentlich nach oben. Bin ich großer Freund von. Wir haben hier keine Dorfbewohner drin. Wir müssen hier Dorfbewohner einsetzen. Jetzt haben wir Dorfbewohner drin. Wir müssen hier. Ja, haben wir keinen mehr. Okay. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Hier müssten natürlich mehr rein. Ja, das ist ganz klar. Wenn wir mal wieder ein paar da haben, dann machen wir das. Und wir dürfen hier unten die Eisenschmelze nicht vergessen, weil sonst ist hier irgendwann gar nichts mehr. Das bedeutet, hier, zack, haue er rein. Schneiderei, Schäferei, Schmiede, Eisenschmelze, da ist sie. Boah, seht euch das an. Mein Gott. Ach, ist das nicht schön? Schaut mal, wie das hierher passt. Geilo. Zack, bauen. Geld haben wir auch gerade. Sehr gut. Sehr gut. Ja, da hinten, seht ihr, werden die Häuser mehr. Ja, hier vorne nicht. Übrigens, dass die dann so aussehen, dafür müssen wir auf die Gemeinen hoch befördern. Und wie das beim letzten Mal ausgegangen ist, wissen wir alle noch, ne? Ja, das waren dann so diese Panikdinger. Apropos Panik. So, ich möchte bitte einmal kurz anschmieren. Und zwar hier Abbau. Ich möchte klein anschmieren. So, zack, Hammer. Und dann möchte ich aus dieser Sammelhütte, wo ist sie? Aus dieser Sammelhütte möchte ich diese eine Person rausnehmen und möchte die hier einsetzen. Und dann möchte ich diese Sammelhütte niederreißen. Lösche er. Ja, mach das. So, es bleiben 2 von 4. Ich weiß nicht, warum so wenige bleiben. Aber dass überhaupt schon jemand bleibt, ist ja schon gut, oder? Man sieht, dass hier die auf der anderen Straßenseite drüben, das sind noch so, die leben wie die Wilden. Ohne Struktur. Ganz, ganz schlimm. So, haben wir jetzt, wir haben hier 100 Brot. Wo haben wir denn noch Brot eingelagert? Ich weiß, dass wir in dem Speicher, glaube ich, noch Brot haben, aber da sind nur 79 drin und ein paar Fische. Ein paar Fische? Da sind Fische drin, da sind auch nochmal 80 Brot. Ja, gut, also. Und natürlich in den Bäckereien liegt natürlich Brot. Ja, das darf man ja auch nicht, darf man ja auch nicht übersehen. Hier ist Käse, da sind gerade, da waren gerade Käse drin. Ich weiß es, ich habe es gesehen. So. Und in den Bäckereien ist, glaube ich, Brot drin. Ja, also von daher schon ganz ordentlich. Und ich glaube, wir können mit dem, was wir jetzt haben, können wir, glaube ich, noch eine Bäckerei versorgen. Komplett. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon geil, ja. Also vor allem, wenn ich mir jetzt hier anschaue, also wir haben jetzt hier Weizen, wir könnten jetzt tatsächlich wieder die Brauer einschalten. Aber das machen wir noch nicht. Das tun wir noch nicht. Nein. Nein, das tun wir noch nicht. Ja, hier seht ihr, da ist der. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Beförderungen sind verfügbar. So. Es sind Beförderungen verfügbar. Wir haben die 50er. Wir könnten jetzt wieder auf in dieses, wisst ihr was, wir werden das langsam versuchen. Ja? Wir werden anfangen mit dieser Baumeisterin. Ja, wir werden mit dieser Baumeisterin anfangen. Dann werden wir weitermachen. Wo ist eigentlich die Daragon Lady? Ich habe die doch vorher auch. Wer sich übrigens fragen sollte, wer die Daragon Lady ist. Die Daragon Lady ist die Mod aus meinen Streams. Ja? Die Streams laufen ja unglaublich unregelmäßig auf Twitch. Also twitch.tv/raidrilife. Da könnt ihr mal reingucken. Da bin ich dann deutlich weniger ernst und fokussiert auf die Sache als hier. Da bin ich eher, ich würde gern sagen, eher lustig, aber das trifft es eigentlich auch nicht, weil ich mag es auch nicht, wenn Leute von sich selbst sagen, dass sie lustig sind.
Und das mag ich allein schon deswegen nicht, weil ich weiß, dass ich nicht lustig bin und ja, ich bin vielleicht amüsant. Ja, da möchte ich jetzt oder unterhalten, aber ich weiß, dass ich nicht lustig bin. Jawohl. Nee, kann man so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich lustig bin. Das mögen jetzt andere anders sehen. Das kann ja durchaus sein. Ich suche immer noch die Daragon Lady und finde sie nicht. Ich drehe durch. So, egal. Hier. Ah, Captain Obvious. Auf geht's. Okay, pass auf. Wir haben 20, 80, 1, 2, 3, 4. Genug befördert. Tschüss. Gehe er hinfort. So, ich weiß nicht, was wir jetzt befördert haben. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken drum gemacht. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, dass es höhere Zahlen waren. So, da haben wir jetzt nochmal zwei. Die hauen wir da jetzt rein. Das ist sehr, sehr gut. Mir gefällt das. Ich mag das sehr. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt, nachdem wir hier eigentlich nichts Lautes mehr haben, könnten wir hier natürlich auch mit Wohngebieten anschmieren, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, wir können so mindestens bis hierher. Ja, weil danach ist halt... Ne? Ach, wisst ihr was? Hier, komm, zack, egal. Egal. Er liebt den Pinsel. Ja. So, angeschmiert, angemalt, gemacht, getan. Läuft. Hier nochmal, wisst ihr was? Ich hab da jetzt, ich will dieses Wegeding nicht mehr haben. Ja, es ist mir vollkommen wurscht. So. Hier runter, das Einzige, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass hier im Bereich der Kirche dann gebaut wird. Ja, weil ich, wir haben das ja schon geklärt, Kirchen stehen halt eigentlich immer relativ frei. Und ich möchte auch, dass die bei uns relativ frei stehen. Ja, Freiheit für die Kirche. So. Dann hier läuft, wie schaut's eigentlich aus? Ach, hier schaut mal, da sind die schon. Ja, ja, da haben die schon. Hier noch ausmalen. Hier, warum geht das nicht? Hallo? Ach, weil hier unser Gebiet endet. Okay. Warum gehst du nicht im fremden Gebiet abbauen? Ja, aber König, wir dürfen das noch nicht. Ist mir egal. Mach das. Ja, hier oben hat er auch schön frei gemacht. Das gefällt mir. So, was ist das nächste, was wir frei machen wollen? Also ich würde tatsächlich sagen, wir lassen... ja, willst du was? Komm hier, zack. Ich habe gesagt, wir machen jetzt alles sofort. Immer gleich und sofort machen wir. So. Yep, hier hin. Klock, klock, klock. Sehr schön. Warum das hier mit der Aufforstung nicht funktioniert, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Er bittet um Audienz, jawohl, was möchte er? Halt, hier, weg. Nein. So, hier, was möchte er? Er möchte, dass wir mit Brettern helfen. Er möchte den Bischof ausrichten, wir haben Bretter geliefert. Zuhauf. Auf geht's. Wit, wit. Ah, ich glaube, da gab es jetzt gerade was für, oder? Es gab so einen feierlichen Ton, als ob es da was für geben würde. Ja, oder auch nicht. So. Natürlich haben wir jetzt beim Klerus deutlich weniger. Ich finde das übrigens schön. Schaut mal, wir haben jetzt hier so richtig schön Fettkirche. Ja. Hier einmal in Rot, hier einmal in Blau und hier einmal in Stein. Weil das ist ja auch Stein und das andere ist auch Stein, aber hey. Aber hey. So, wie sieht's hier aus? Ja, natürlich. Ne? Da wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber das ist gut, weil wenn das jetzt hier weniger wird, dann können die hier danach, die können dann alle wieder schuften. Können alle wieder ordentlich arbeiten. Ja, so muss das. Sehr schön. Und wir brauchen natürlich noch so eine Glashütte. Ja, so eine Glashütte ist... Hallo. Ey, ohne Premium-Glashütte geht ja gar nichts. Ja, seht ihr hier direkt. Ne? Direkt hingebaut. So. Und ich habe hier übrigens bei dem Markt absichtlich ausgelassen, weil ich denke, dass wir hier noch andere Dinge brauchen werden. Also ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus. So, wir haben einen neuen Dorfankömmling.
Was soll unser neuer Dorfankömmling machen? Ich habe keine Ahnung. Haben wir überhaupt noch? Wir haben ja noch hier Kapazitäten. Warum? Warum wird diese Schmiede nicht gebaut? Warum wird diese Schmelze nicht gebaut? Welches Rindvieh ist dafür verantwortlich? Welcher Baumeister? Bob, wo bist du? Bob, die Leute arbeiten schon wieder nicht. Das ist unglaublich. So, wie sieht's hier aus? Wir müssten da immer noch 80, ja? Wir haben tatsächlich, seht ihr, immer 80, 80, 80. Wir haben tatsächlich das magische Gleichgewicht erreicht. Wenn auch ihr das magische Gleichgewicht erreichen wollt, ne? Hier, 3 Schneidereien, ja? 11 Schaffarmen mit jeweils 6 Schafen. Das ist übrigens ultra wichtig, ja? Das ist super wichtig, dass ihr da immer 6 Schafe reinsetzt, nur damit das Spiel maulen kann. So. Und 3 Webereien, jeweils mit 2 Leuten besetzt, ja? Dann klappt's auch mit der Kleidung. So, ich freue mich sehr. Wir kriegen Essen rein, wir kriegen alles. Alles! So muss das. So, wir haben neue Leute. Ich würde gerne... Hau rein, komm. Ottbald. Der klingt jetzt schon wieder eher nordisch, oder? Ottbald. Hm. Ottbald, der Mann mit der Glatze und dem... Ah. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, Ottbald klingt schon so... Klingt wie so ein fieser nordischer Mann. So, genau. Ich habe in der letzten Folge propagiert. Oder habe ich das in dieser Folge propagiert und wir bauen es erst in der nächsten? Nein. Nein, so fies bin ich nicht. Also hier, das Ding da rein. Kostet 50 Gold. Vielleicht bauen wir es doch erst in der nächsten, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, die Eisenschmelze, das wird irgendwie nichts. Warum, weiß ich nicht. Zack, hier. Uwe, baue er. 3 neue Dorfbewohner sind angekommen. Ja, oder wie Dibitor sagen würde, 3 neue Dorfbewohner am Start. Ja. Aber was der sagt, ist ja uns wurscht, ne? So. Hier unten. Okay, Kirche. Kirche, Kirche, Kirche. Ja, läuft, ne, eigentlich. So, hier oben haben wir sogar schon prophylaktisch haben wir da schon mal so ein schicken Ding hingestellt, ne? So. Die Zäune kosten übrigens Werkzeug, ne? Deswegen haben wir ein bisschen weniger Werkzeug, weil wir haben kein Eisen. Und wenn wir kein Eisen haben, haben wir kein Werkzeug. Und wenn wir kein Werkzeug haben, können wir keinen Deko-Scheiß bauen. Und wenn ich keinen Deko-Scheiß bauen kann, dann ist alles zu spät. Ohne Dekoration geht nix. So, ich würde gerne... Wo ist der Abholzbefehl? Da ist der Abholzbefehl. Ich würde gerne einen kleinen Abholzbefehl. Würde ich gerne hier rüber geben. Hier so. Well. So. Weil ich finde, dass das immer total gut aussieht, wenn dann da so ein Weg auch mal so ein bisschen durch den Wald geht. Ja, wisst ihr so, das ist so der Arbeiter, der in der Früh verschlafen hat, ja, total fertig, keine Ahnung hat, was los ist und dann direkt durch den Wald in die Arbeit steuert. Genau so muss das sein. Ja, und ja, genau so muss das sein. So, 666 Brote, jetzt ist Zeit. Jetzt in die nächste Folge, wir kriegen das da hinten nicht mehr hin. Es tut mir sehr leid. Wir machen das dann in der nächsten Folge fertig. Demzufolge wünsche ich euch einen schönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.